Habt ihr nicht gehört? Mir wird der Kopf abgeschnitten. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Mir wird der Kopf abgeschnitten. Das ist meine persönliche Meinung. Also du willst mir den Kopf abschneiden? Ich würde so gerne tun, das glaubst du mir gar nicht. Du wirst mich verfolgen. Und dann werde ich dich finden und dann werde ich dir ein Messer in deinen Kopf reinigen. Also ich habe heute gesagt, sie werden mich töten. Sie werden mir den Kopf aufschneiden. Ich werde mich töten. Ja, sie werden mich töten. Weil du ein Lügner bist. Also wenn man lügt, dann darf einem der Kopf abschneiden. Das ist eine persönliche Ansage von mir. Ja, du lügst einfach nur. Wie kommen Sie auf Kopf abschneiden? Also, ne, weil es im Koran nicht steht, oder? Deine Lügen, die du hier verbreitest, ist echt widerlich, Michael, okay? Was sind denn Lügen? Halt einfach deine Schnauze, du redest ein Scheißdreck daher. Tilman Geske, zusammen mit zwei anderen türkischen Christen, ja, gefoltert und sein Kopf abgeschnitten. Bischof Padovese in der Türkei wurde von seinem muslimischen Pfarrer der Kopf abgeschnitten. Sein Bruder. Meine eigene Bruder. Ja. Haben Sie ja nicht dort gebunden, im Namen der Allahu Akbar, haben Sie getötet. Okay, schändlich. Was heißt hier schändlich? Der Moslem Mohammed Merah in Frankreich, er hat Allahu Akbar geschrien, er hat drei jüdischen Kindern die Pistole an den Kopf gehalten, abgedrückt und dabei Allahu Akbar geschrien. Tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Töten. Sure 2, Vers 191. Ja, wollen wir weitermachen? Hier, wahrlich schlimmer als das Vieh sind bei aller jene, die ungläubig sind und nicht glauben werden. Und rüstet gegen sie auf, so viel ihr an Streitmacht und Schlachtrossen aufbieten könnt, damit ihr Allahs Feind und euren Feind und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt, abschreckt. O Prophet, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Sind auch nur 20 unter euch, die Geduld haben, so sollen sie 200 überwältigen. Weißt du, auf jeder Seite ist es Kämpfen. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Wahrlich, diejenigen, die geglaubt haben und ausgewandert sind, mit ihrem Gut und ihrem Blut für aller Sache gekämpft haben, und jene, die ihnen Herberge und Hilfe gaben, diese sind einander Freund. Ja? Ständig geht es ums Kämpfen, ums Töten, ums Erobern. Wir kennen euren Islam. Wir kennen ihn. Und er wird jeden Tag ausgeführt. Jeden Tag töten Moslems und berufen sich darauf. Sag doch mal denen. Wie viele deutsche Bundestruppen sind denn in Afghanistan, in Irak unterwegs? Hä? Wer tötet hier wen unschuldig? Hä? In Afghanistan ist wer die, ist sind die vereinigten Truppen Syrienstraßen sind von vielen Nationen. Was war das, Kopf ab? Ja, wer weiß. Ja, wenn er welche Zeit. Was, mir wird der Kopf abgeschnitten? Wer weiß. Wann denn? Wer weiß. Wollt ihr mir den Kopf abschneiden? Wer weiß. Habt ihr das gehört? Mir wird der Kopf abgeschnitten. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Mir wird der Kopf abgeschnitten. Hey, zum zigsten Mal. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Für den Leute totschlagen. Das ist der Islam. Für die Teufel. Ja, Allah. Und jetzt wird mir der Kopf abgeschnitten. Und das ist friedlich, oder? Betteln, ficken Leute totschlagen. Das ist das, was ich kam. Du redest hier von der Freiheit. Wenn du hier von einer Freiheit redest, warum hast du dann ein Problem mit Moscheen in Deutschland? Das ist keine Freiheit. Das ist deine Ideologie, die du hier verbreitest, dein Müll einfach nur, okay? Wir haben ein Problem mit einer Moschee, die von einem arabischen Staat finanziert wird, der Al-Qaida, Taliban und Hamas finanziert. Was halten Sie von Al-Qaida? Das wisst ihr, Al-Qaida ist das Beste, was es gibt, sag ich dir ganz ehrlich. Totschläger sind es! Mörderbande, tätige Mörderbande ist es! Al-Qaida versteht den Islam, ja? Lass mich doch mal weiterreden. Wenn Menschen jetzt hierher kommen und sagen, ich gehe freiwillig zur Bundeswehr, kämpfe für mein Heimatland, dann ist es gar kein Problem. Wir haben kein Problem, du hast kein Problem. Aber wenn ein Moslem aufsteht und sagt, hey, ich gehe in den Irak, schließe mich Al-Qaida an oder Taliban oder Mujahideen, was auch immer, dann habt ihr auf einmal ein Problem damit. Weil er nicht nur für sein Land kämpft, er kämpft für Gott. Und das ist euer Scheißproblem einfach nur, okay? Aber ihr geht, schlachtet Menschen, Syrienstraßen sind mittlerweile rot, dann läuten wir euch, okay? Und dann, wenn jemand hierher kommt und sagt, ich gehe freiwillig zur Bundeswehr, mein Sohn geht, das ist das Beste, was du machst. Das macht es ein Muslim, bitte als Al-Qaida dargestellt und Terrorist dargestellt. Aber schau mal, Al-Qaida sprengt Zivilisten in die Luft. Al-Qaida hat
in New York. Alle, ja. Nicht alle. Nicht alle. Nicht alle, nicht sogar Muslime selber interpretieren den Islam wie jeder andere auch. Okay, ganz einfach. Ist aber töten ist erlaubt, oder? Im Islam. Geht, ja, töten ist erlaubt. Geht, weil du eben gesagt hast, mir wird der Kopf abgeschnitten. Ist es nicht. Ja, aber du hast doch eben gesagt, mir wird der Kopf abgeschnitten. Ist es nicht. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Das erwartest du. Also mir darf der Kopf abgeschnitten werden, ja? Mir darf der Kopf abgeschnitten werden. Aber eben nicht, auf gar keinen Fall. Hast du eben gesagt? Ja, und? Das ist ein persönlicher, hat nichts mit dem Islam zu tun. Okay, also der Prophet Mohammed hat 900 gefangenen Juden den Kopf abschneiden lassen, aber wenn mir der Kopf abgeschnitten wird, hat es nichts mit dem Islam zu tun. Das ist meine persönliche Meinung. Für die Nachwelt. Mohammed hat 600 bis 900 Juden den Kopf abschneiden lassen, abgeschnitten, dann Gräben ausgraben lassen und einen nach den anderen. Das ist ein Befehl von Allah. Weißt du warum? Befehl von Allah. Weil sie Verräter waren. Nein, die haben den Mohammed nichts getan. Vertrau mir. Soll ich dir vertrauen? Na, okay, du brauchst mir nicht zu vertrauen, aber du weißt die Geschichte. Du bist doch Araber, du kannst doch lesen in der Sira. Ich habe die Sira gelesen, ja? Und ich habe die Sira unterrichtet. Aber töten ist erlaubt, oder? Im Islam. Ja, töten ist erlaubt. Weil du eben gesagt hast, mir wird der Kopf abgeschnitten. Ist es nicht. Ja, aber du hast doch eben gesagt, mir wird der Kopf abgeschnitten. Ist es nicht. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Was erwartest du? Also mir darf der Kopf abgeschnitten werden, ja? Mir darf der Kopf abgeschnitten werden. Aber eben nicht, auf gar keinen Fall. Hast du eben gesagt? Ja, und? Das ist ein persönlicher, hat nichts mit dem Islam zu tun. Okay, also der Prophet Mohammed hat 900 gefangene Juden den Kopf abschneiden lassen, aber wenn mir der Kopf abgeschnitten wird, hat es nichts mit dem Islam zu tun. Das ist meine persönliche Meinung. Also du willst mir den Kopf abschneiden? Ich würde so gerne tun, das glaubst du nicht. Komm, schneiden wir ab. Hast du ein Messer? Habt ihr ein Messer? Also aber nicht alleine stürzen. Ich habe den Bau nicht noch. Du wirst mich verfolgen. Dann werde ich dich finden und dann werde ich dir ein Messer in den Kopf rein. Und wer sagt dir das, dass du das machen sollst? Ich tue dir doch nichts. Du brauchst hier so viele Männer gegen mich alleine, okay? Du brauchst so viele von deinen Angehörigen gegen mich alleine. Ich bin die ganz alleine da. Ja, aber warum willst du mich töten? Ich sag doch nur, was ich... Du hältst ein Gottesbuch in der Hand und tust nur die negativen Zeilen rausziehen, obwohl dieses Buch nicht mal annähernd negativ ist. Das ist Geschichte von 1400 Jahren, die wir offen waren. Aber schau mal, komisch, dass du mich töten willst. Ich meine, da steht drin, tötet sie. Ja, du hast ja. Okay, das ist mein Hass. Aber ich hasse dich nicht. Ja, komischerweise bist du derjenige, der hier schlecht über die Muslime redet. Du schmeißt jetzt alle in einen Topf. Ja? Hör mir doch zu. Ich sage immer, es geht nicht gegen die Muslime als Mensch. Es geht auch nicht gegen dich. Es geht gegen das, was da drin steht. Okay, du willst sagen, ein Gottesbuch wird verboten. Nein, wir sagen nur Streit, die Gewalt und das Töten und die Frauenunterdrückung. Und die Scharia. Es gibt keine Frauenunterdrückung. Schlag sie, wenn sie widerspenstig sind. Genau das ist ein Punkt, den du nicht verstehst. Weißt du, was das Frauen gemeint ist? Wenn du einen Ziehwarz kennst, das ist ein Stoff, mit dem sich die Muslime die Zähne reißen. Okay? Mit dem ist es erlaubt, höchstens auf die Kinder zu schlagen. Das ist unser Schlag, verstanden. Und jede, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Das heißt, wenn ich schon befürchte, dass du widerspenstig wird, erlaubt mir Allah, der Gott, der Muslime, dein Gott, erlaubt mir, dass ich dich prügeln darf. Und hier kommen sogar einige Muslime und sagen, die Frau darf nur mit einem Miswak geschlagen werden. Das ist so ein kleines, abgeschnittenes Bambusstück, was die Muslime für die Zahnpflege benutzen. Aber die Muslime erwähnen ja nicht, woraus dieses Stück entstanden ist. Es war ja damals ein riesen Bambusstück, versteht ihr? Und daraus wurden dann kleine Stücke hergestellt. Aber man darf die Frau mit einem riesen Bambus schlagen. Und das sehen wir auch in vielen Videos. Zum Beispiel aus Afghanistan, wie ein muslimischer Mann auf eine Burka-Trägerin einprügelt und sie ja, dermaßen drangsaliert, dass es schon nicht mehr normal ist, ne? Ah!
Ich sage immer, es geht nicht gegen die Muslime als Mensch, es geht auch nicht gegen dich, es geht gegen das, was da drin steht. Okay, und du willst sagen, ein Gottesbuch wird verboten? Nein, wir sagen nur Streit, die Gewalt und das Töten und die Frauenunterdrückung und die Scharia. Es gibt keine Frauenunterdrückung. Schlag sie, wenn sie widerspenstig sind. Genau das ist ein Punkt, den du nicht verstehst. Weißt du, was das Frauen gemeint ist? Wenn du einen Seahawks kennst, das ist ein Sport, mit dem sich die Muslime die Zähne reißen. Okay? Mit dem ist es erlaubt, höchstens auf den Schienbein zu schlagen. Das ist unser Schlag, verstanden. Wenn du dich nicht mit der Thematik befasst. Das steht aber hier nicht drin, da steht nur Schlag sie. Schlag sie. Genau. Und weißt du, was ein Hadith ist? Und weißt du, was ein Überlieferung ist? Ja. Oh, also der Prophet Mohammed hat also mit so einem Zahnstocher zugeschlagen, oder was? Nein, ich frag dich, ich möchte ja von dir wissen, weil du eben gesagt hast, es muss also geschlagen werden. Wenn du ein Mann wärst, wenn du erwachsen und reif wärst, okay, würdest du das mal mit dem hier mit dem Handtücher ausdrücken, wie Zahnstocher der herkommt. Also wie darf geschlagen werden? Wie darf eine Frau geschlagen werden? Mit einem Stock? Da sieht man dein schlechter Charakter, okay? Das ist echt ein scheiß Zufall hier. Man, da redest du hier was kann auf andere Art und Weise schlagen, nicht mit dem Hand. Aber jetzt frage ich dich mal. Also der Prophet Mohammed, der hat Kriege geführt, der hat Raubzüge gemacht, der hat auch, ja, vor 1400 Jahren, aber er ist das perfekte Vorbild. Also ist er auch ein dieses Vorbild. Also was er damals gemacht hat, darf auch heute gemacht werden. Also rauben, Kritiker töten lassen. Ja, ich meine, das, was die Salafisten jetzt in Leverkusen vorhatten, Kritiker töten ist auch in Ordnung, oder? Das ist ein Zwiespalt, ja, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Viele sagen, es ist nicht erlaubt, viele sagen, es ist erlaubt. Ich sag doch, befasst dich erstmal mit der Thematik, richtig? Gib dir gerne ein Buch, wo du das alles mal nachlesen kannst, wie lange du dir dabei warst. Aber du willst mich töten, obwohl ich dir nichts tue, obwohl ich nur zitiere, was im Koran entsteht? Das Problem ist, du lügst. Du redest mit was? Mit was lüge ich? Schau mal, du lügst und du redest schlecht. Mit was lüge ich? Du redest dir was von Kirchen und bla und dies und jenes über so eine Kirche. Hey, wenn einer aufstehen täte, ja, in Ägypten, Arabien oder sonstiges, und sagen wir mal Flyer verteilt für die Christen oder sonstiges, ja? Das ist absolut gar kein Problem, dagegen hat gar keinen. Man darf im Mutterland des Islams nicht mal eine Bibel in der Hand haben, du darfst nicht mal ein Kreuz um den Hals tragen, du darfst als Nicht-Moslem nicht mal nach Mekka, kennst du das, da ist ein Schild, Nicht-Moslems müssen abbiegen. Weißt du eigentlich, wie viele Christen in Jena ist der Geber, wahrscheinlich 100.000. Aber Muslime dürfen nicht zusammen mit Christen begraben werden, ja? Stimmt auch, ja? Weil Christen unein sind, oder? Warum? Das ist ein islamischer Bereich, das ist ein christlicher Bereich. Oder wünschst du das nicht als Moslem bei jeder Kirche, die herrscht? Kein Problem. Das sagst du jetzt auch nur so, ja? Nein, ich bin nicht. Aber Christen sind unein. Wollt ihr einen islamischen Bundesstaat in Deutschland? Irgendwann? Auf jeden Fall. Und wann ist es soweit? Wirst du schon sehen. Wirst du früh genug merken, hoffe, du lebst bis dahin. Das soll keine Drohung sein oder so. Ich meine generell, wenn es doch mal ein paar hundert Jahre dauern sollte, aber dieser Staat wird islamisch. Das kannst du nicht glauben. Und mit Scharia? Auf jeden Fall. Und werden dann Ehebrecher gesteinigt? Nee. Ist Scharia. Ist Vorbild des Propheten Mohammed. Er hat Ehebrecherinnen steinigen lassen.